Und du machst Quiz-Sendungen nach wie vor jetzt? Oder? Ja. Du, anderes Rätsel vielleicht. Ich habe was mit nach Berlin gebracht. Das ist gelb und hat 22 Beine. Was war das? Gelb hat 22 Beine. Und das ist auf dem Foto? Ja. Was ist das? Kriegst du nicht raus? Nein. Eine chinesische Fußballmannschaft. Dankeschön. Bitte sehr. Aber das war nicht der eigentliche Grund, warum ich in Berlin war. Würdest du mir jetzt endlich mal sagen, weshalb du wirklich nach Berlin gekommen bist? Lass mir doch Zeit, Mensch. Ich war bei meinem Psychiater. Ich werde verrückt. Du gehst zum Psychiater? Na, warum nicht? Das solltest du ruhig auch mal tun. Was macht der mit dir? Also in deinem Fall wäre eine Suggestion angebracht, eine Hypnose. Ja, also wenn ich Psychiater wäre, dann würde ich in deinem Fall zur Persuasion als Affektlösung Exploration anwenden, also eine Subjektiv-Psychotechnik oder ganz einfach gesagt Individualpsychologie, Katharsis, Psychagogik. Gesundheit. Dankeschön. Das war ein bisschen zu schnell. Könntest du das nochmal wiederholen? Nee, ich bin ja froh, dass ich diesen gemeinen Satz von dir beim ersten Mal rausgekriegt habe. Sag mal, und das hilft dir? Naja, es hilft. Es nimmt mir die Angst. Welche Angst? Dass uns der Koordinator des deutschen Fernsehens nochmal am gleichen Abend zusammen ins Programm zieht. Am gleichen Samstag, das hat er einmal gemacht. Ich hoffe nie wieder tun. Sag mal, kann man das auch mit mir machen? Das würde mich befreien. Wirklich? Das würde mir helfen. Du, warum nicht? Da brauchen wir eine Couch. Kriegen wir. Ja? Meine Herren, könnte ich um eine Couch bitten? Ich werde eben Psychiater. Bitte? Dann soll der Herr Pitt Krüger einen Augenblick aufstehen. Wir brauchen sie jetzt, er kriegt sie wieder. Und das kann ich jetzt vielleicht inzwischen einen Whisky mit Soda anbieten? Nein, auf gar keinen Fall. Aber? Mit Soda. Ach so, aber so kann ich. Ja. Ich nehme nämlich in der letzten Zeit nur noch sehr wenig. Ah, dann ist das ja sehr wenig. Sehr wenig Eis. Dankeschön. Dann ist ja alles. Dankeschön. Ja, was mit dir? Prost. Ich trinke nicht. Ich habe es meiner Frau versprochen. Außerdem hatte ich heute schon zwei. Aha. Ja, da mir ist was Dolles passiert. Wir haben ein neues Mädchen im Haus, ein Hausmädchen, das uns hilft. Und da habe ich eines Tages zu ihr gesagt, bitte, Tina, bringen Sie mir doch bitte einen Whisky, aber ohne alles. Hat sie gesagt, kann ich wenigstens eine Schürze umbinden? Ah, das ist die Couch. Tja, so, voilà. Ja, da hast du mal gesehen. Leck mich her. Und du bist mein Gast. Doch, na, bitte. Bist du dran. So. Gut, dann mache ich das. Peter, auch wenn es dir schwerfällt, denk mal an gar nichts. An gar nichts. Schalte ab, völlig. Ja, ich denke an gar nichts. Er soll ab. Ganz ruhig. So. Auf los geht's los. Wir fangen ganz von vorne an. Peter, wie heißt du mit Vornamen? Peter. Zunahme? 3 Kilo nach dem Urlaub. Du liegst ganz bequem jetzt hier auf diesem Divan. Ich liege sehr unbequem. Ich weiß, weshalb man sagt, Divan der Schreckliche. Deine Brust hebt sich, Ich habe gesagt, deine Brust, nicht dein Bauch, Peter. Ich habe meine Brust immer schon etwas tiefer getragen. Du hörst jetzt ganz leise Musik von einem Piano. Kennst du das übrigens mit dem Pianospieler? Unterschied zwischen Pianospieler und Pinguin. Der Pianospieler hat nur einen Flügel. Peter, sag mir. Was hast du heute Nacht geträumt? Da waren 14 Frauen in meiner Wohnung, alle waren nur halb bekleidet und die liefen von der Küche in den Korridor. Davon soll ich dich jetzt befreien? Nein, aber die sollen die Türen nicht so knallen. Warst du schon mal bei einem Hellseher? Ja. Und da habe ich geklingelt und hat der von innen gefragt, wer ist da? Da bin ich wieder gegangen, habe ich gedacht, das ist noch nicht so doll mit der Hellseherei. War das erste Mal, dass du bei einem Hellseher warst? Nein, ich war mal bei einer Wahrsagerin und die hat mir gesagt, sie werden alt. Ach, die hat das auch bemerkt? Peter, wenn du alleine bist, hörst du da manchmal Stimmen? Und sag jetzt bitte nicht am Telefon oder wenn du vorm Fernseher sitzt. Das wollte ich aber sagen. Der Witz ist älter als du und das will schon eine ganze Menge heißen. Aber ich habe eins erfahren, da haben sich zwei Gegenstände unterhalten. Da hat der Kaffee zur Kaffeesahne gesagt, komm doch rein. Und da hat die Kaffeesahne gesagt, bevor ich mich schlagen lasse. Der wird direkt witzig, wenn er schläft. Peter, das war deine erste Sitzung. Du kannst jetzt wieder aufwachen. Peter, du kannst aufwachen. Hallo,
Mann, du lieber Gott, Mensch. Kann ich dir helfen? Ja, gut, also der schlaft mir ab hier. Weißt du, wie man den wach kriegt? Aber Peter. Natürlich. Pass mal auf, Blackie. Mann. Möchte hier jemand ein Bier? Ja, ein Bier. Wo ist ein Bier?